Mein Lieblingsstück im Museum ist dieses Objekt, was wir hier als Replik sehen können. Raten Sie vielleicht einmal, um was es sich hier handeln könnte. Ich gebe Ihnen vielleicht einen kleinen Tipp. Es handelt sich um ein Objekt, das direkt in Beziehung steht zu Wiesbaden als Kur- und Badestadt. Man muss es nicht in die Zeit setzen, als Wiesbaden seinen Höhepunkt hatte im 19. Jahrhundert als Weltkurstadt, sondern schon um einige Zeit früher. Wenn ich Kindern den Namen dieses Objektes sage, dann kommen sie meist sehr schnell darauf, um was es sich hier handeln könnte. Denn dieses Objekt wird Strigelis genannt. Und die Kinder sagen dann ganz schnell, Strigelis klingt wie Striegel. Wahrscheinlich tut man damit vielleicht nasse Pferde abstriegeln. Und dann kann ich sagen, fast, aber es werden keine Pferde damit abgestriegelt, sondern Menschen, die sich damit striegeln. Wie hat das jetzt zu tun mit der Badekultur? In Wiesbaden gab es drei römische Badeanlagen, Thermenanlagen. Und dort gilt es, dass man sich vor dem Baden natürlich hat auch reinigen müssen. Anhand der antiken Seifenschale in Muschelform kann man erkennen, dass die Römer auch schon Seife kannten. Aber in den Thermenanlagen hat man eine andere Methode benutzt. Und zwar hat man sich erst einmal mit solchen schönen Gläschen, die man ja auch neben der Vitrine sehen kann, mit diesen Fläschchen, wohlriechende Öle auf den Körper fließen lassen, so, sich dann damit eingerieben. Das Öl hat sich mit Dreck und Schmutz verbunden und den Strigelis hat man dann benutzt, um das Ganze wieder abzuschaben. Denn auch in der Antike galt schon, es bestimmt nicht als besonders schicklich, wenn man einen großen Ölfilm auf der Wasseroberfläche hinterlassen hat.